Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Solaris ersten Mal. Wir sind wieder im Historic-Format unterwegs und ich darf Uwe spielen. Es gibt eine wundervolle 3-Karten-Kombo, also vielleicht gar nicht so super schwierig zu erreichen. Und das Ganze kann ich in eine wundervolle Control-Shell packen. Und dann dachte ich mir, ja gut, das müssen wir auf jeden Fall mal testen. Das Beste an der Kombo ist, sie zieht uns Infinite Karten und sie macht uns Infinite Mana. Also viel, viel besser kann man es eigentlich gar nicht haben. Und das Ganze wird möglich dank Displacer Kitten. Displacer Kitten, relativ neue Karte hier. 4 Mana, 2-2 mit der wundervollen Ability. Whenever you cast a non-creature spell, exile up to one target non-land permanent you control, then return that card to the battlefield under its owner's control. Wir flickern also einfach ein beliebiges non-land permanent. Die Fairy ist wieder erlaubt im Historic, kostet zwar einen Mana zu viel, aber hey. Mox Ember, das sind die 3 Combo-Pieces, die wir benötigen. Was machen wir? Wir haben, angenommen, wir haben Displacer-Kitten und zum Beispiel Teferi auf dem Battlefield. Wir casten Mox Ember, flickern vielleicht irgendwas, tappen den Mox Ember für ein blaues oder ein weißes Mana. Das können wir machen, weil wir ja Teferi kontrollieren. Und dann bouncen wir uns einfach den Mox Ember für 3 Mana. Für 3 Loyalty, sozusagen. Dann spielen wir ihn wieder aus. Flickern mit der Ability von Displacer Kitten den Teferi. Dann kommt der wieder mit vollen Loyalty aus Battlefield. Der Mox Ember ist da. Ich darf den Mox Ember wieder für Mana tappen und ich darf wieder die minus 3 Ability nutzen. Nimm den Mox Ember wieder auf die Hand und so kann ich immer, immer, immer mehr Mana generieren und ziehe dabei tatsächlich auch noch jedes Mal eine Karte. Und deshalb gibt es auch nur 2 Win Conditions im Deck. Das ist zum einen Approach of the Second Sun. Das funktioniert, denn wenn wir unsere ganze Library ziehen, dann werden wir sicherlich auch zweimal den Approach ziehen und auch genug Mana haben, den zweimal zu casten. Die andere Möglichkeit zu gewinnen ist wieder ein bisschen langweiliger. Jace, Wielder of Mysteries ist jetzt, glaube ich, auch den meisten Leuten bekannt. Wenn es darum geht, keine Library mehr zu haben, dann ist Jace Wielder of Mysteries mit seiner Passive Ability auf jeden Fall genau die richtige Person, um das Spiel für uns zu gewinnen. Und ansonsten gibt es tatsächlich eigentlich nur klassische UW-Control-Geschichten. Wir haben ein bisschen Removal-Spells, March of Otherworldly Light, Fateful Absence ist am Start. Natürlich dürfen die Sweeper nicht fehlen mit Divine Purge als 3-Mana-Sweeper und Supreme Verdict als Neuzugang als 4-Mana-Sweeper. Counter-Spells sind am Start, Archmage's Charm haben wir Zugriff drauf, wir haben Dry Disruption am Start. Und ein Absorb ist drin, ein Dovins Veto ist drin und ansonsten, ja, ein Shark Typhoon so als Randomizer, ein Memories Deluge, um uns auch vielleicht ein paar Karten zu finden, genauso die Narset. Und ansonsten spielen wir einfach eine klassische UW Control Shell, die aber einfach einen Combo-Finish hat. Das hat, ich hoffe, also in meiner Theorie, in meiner wundervollen Fantasievorstellung, spielt sich das Ganze wie Splinter Twin. Einfach ein Control-Deck mit Combo-Finish. Ob das jetzt auch so funktionieren wird, werden wir jetzt in den Matches sehen. Wenn ihr die Deckliste selber mal austesten wollt, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich auch mega freuen, wenn ihr den Daumen hochknopf drückt, sollte euch das Video oder das Deck oder vielleicht sogar ich gefallen. Und ein Abo könnt ihr natürlich auch gerne da lassen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein in die Games. Runde 1. Von der Combo sehen wir noch nicht so viel. Ich heile die Hand jetzt einfach mal. Wir sind on the play. Gegen ein anderes Control-Deck. Das könnte sogar problematisch werden, weil wir haben ja schon die ein oder andere Karte, die wir resolven wollen. Auf der anderen Seite, wenn denn dann mal Teferi resolved, haben wir es, glaube ich, auch ganz gut. Ich glaube, ich spiele mal Hallowed Fountain und schock mich. Dann habe ich entweder Dovins Veto offen oder Cycle das Irrigated Farmland. Ich bin mir selbst... Ah, Esper. Aschbringer. Creatures entering the battlefield or dying. Das ist mir relativ egal. Ziehen wir mal einen Marchi. Hm, noch ein Lando. Ich suche jetzt mal Teferi oder Mox Ember. Wie wär's denn damit? Ja, oder beides. Fangen wir mal mit Teferi an. Teferi ist immer ein guter Hit. Da kann man nichts gegen sagen. Moment, Moment. Jetzt sehe ich gerade erst hier. Der Gegner ist... Ui, was spielen wir denn hier? Four Color Hushbringer Gedöns. Okay. Naja. Ich meine, warum nicht? Ich könnte Narset nochmal aktivieren. Ich guck mal, das gibt uns ja mehr Möglichkeiten. Immer noch ein Teferi, okay. Dann, glaube ich, gönne ich uns einfach mal einen kleinen Teferi hier. Bauen uns mal den Haschmeister. So, okay. Wenn wir jetzt auch einen Mox ziehen, dann haben wir es noch nicht... doch, dann haben wir es, ne? Ja, ja, theoretisch haben wir es dann schon. Elsbretts Nightmare, okay, das macht nicht viel. Ah, das ist ja gar kein Mox. Never lucky, okay, gut. Machen wir das so. Target Opponent, ist mir relativ egal. Ich glaube, ich mache es einfach so.
Ich könnte jetzt Displacer-Kitten legen, aber ich kann auch einfach, dadurch, dass der Mox nichts kostet und ich Teferi schon auf dem Battlefield habe, muss ich Displacer-Kit jetzt auch nicht jetzt legen, ja, und kann halt einfach. Nimmst du mir? Ich habe Absorb, ich habe Dovins Veto, ich habe alles. Naja, okay, gut. Moment. Das war nicht so cool. Moment. Moment. Jetzt muss ich ja über Jace gewinnen. Okay, stimmt. Mit der Win Condition weg muss ich über Jace gewinnen. Ah, ich nehme mal den Haarspringer. Warte mal, was ist der? Excite mir jetzt den Graveyard. Stimmt. Wenn das nochmal passiert, wäre nicht so geil. Ja, irgendwie würde ich, glaube ich, ganz gerne Karten ziehen. Na ja, gut. Lass mir einfach die Counterspells offen. Ticke Teferi weiter hoch. Das spielt sich gar nicht so richtig wie so ein Challenge-Deck. Ne? Die letzten Decks, die ich gespielt habe, bis auf wenige Ausnahmen, waren halt super, super hart. Das spielt sich ja jetzt hier wie ein geiles Control-Deck einfach. Oath of Kaya. Boah, ja, dann bringst du von mir aus halt Teferi auf 1. Okay. Er überlebt ja trotzdem. Ja, ist okay. Seek new knowledge. Okay, das ist ja ein Instant, ja. Plus mal. Lege ich das überhaupt als Land? Ne, ich lege das mal nicht als Land. Ich werde End of Turn mal Seek New Knowledge machen. Da könnte ja vielleicht ein Mox einmal dabei sein. Golden Egg. Ach, das wird ja jetzt halt einfach. Okay. Das ist dann so ein Doom Foretold Deck, hä? Huh? Gegner zieht aber auch einfach keine Länder. Ah, ich meine, ich kann verstehen, dass man jetzt hier rausgeht. Ich bin mir relativ sicher, dass wir das Game über die Combo gewonnen hätten. Also, wir haben einfach super viel Counterspells. Sieg von Knowledge. Ja, Teferi liegt schon auf dem Battlefield. Ich werte das jetzt mal nicht als Sieg in der Combo, aber ich bin mir relativ sicher, dass es geklappt hätte. Runde 2 könnte auch schlechter laufen. Fateful Absence, Wrath Effect, Displacer Kitten. Okay, wir können den Wrath Effect zugegeben, wir können den Wrath Effect noch nicht nutzen. Ah, das Deck kommt mir sehr bekannt vor. Das ist ein gutes Deck, ja. Is it Tempo? Ist ein gutes Deck. Ich könnte das. Mir kommt das irgendwie. Weiß ich nicht. Vielleicht kann man sowas in der Metagame Challenge mal spielen. Einfach mal so für den Geschmack. Ich pass mal. Ja. Also ich würde schon gerne Fateful. Ich würde schon gerne Divine Purge spielen. Ich habe das Gefühl, wenn der Dreadhorde Arcanist jetzt zu so viel Value macht, dann könnte es sein, dass ich den hier einfach direkt abstellen muss. Anders. Ja, mal gucken. Der Gegner hat auf jeden Fall die gesunde Mana-Base hier. Hat aber schon das Land vorher gespielt. Das heißt, Land kann jetzt nicht mehr gewählt werden. Play with Fire, klar. Wenn das jetzt gespielt wird, ja, ich schieße, glaube ich, einfach den Arcanist ab. Nämlich 5. Karte geht Bottom. March ist okay. Ich glaube. Ja, ich will halt einfach. Eigentlich will man so wenig Damage wie möglich nehmen. Auf der anderen Seite ist Narset auch. Könnte man damit auch so ein bisschen Damage tanken? Ich spiele mal Narset. Ich habe die Hoffnung, dass ich irgendwas ziehe, was mir ein bisschen weiterhilft. Ehrlich gesagt, nehme ich ein Land. Archmage's Charm auf Symmetry Sage sicherlich auch nicht verkehrt, aber ich habe im Moment keinen Land Drop und ich glaube, wenn ich mir was nicht leisten kann gegen das Deck, dann ist es Land Drops missen. Ich gehe mal davon aus, dass Narset jetzt stirbt. Muss ich von ausgehen, ist aber in Ordnung. Oscar Mage. Narset stirbt ziemlich strong. Vielleicht bin auch ich tot. 8. Nee. Ein Attack für 12 halte ich für durchaus realistisch. Ah, okay, gut. Weißes Land vielleicht? Dealer? Okay, das ist ein weißes Land und ich glaube, da haben wir jetzt auch nicht viel Auswahl. Da werden wir erstmal eine Runde purgen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass End of Turn der Clue-Token gesackt wird. Viel Zeit kauft uns das nicht.
Aber dadurch, dass sie jetzt jeweils zwei mehr kosten, können zumindest auch in der nächsten Runde nur einer dieser Threads deployed werden. Und einen davon kann ich ja dann vielleicht nochmal ganz gut marchen und so. Also es geht schon, denke ich. Absorb ist, glaube ich, auch ganz wichtig, hier das One-Off gezogen zu haben. Glücklicherweise kostet Reckless Charge auch 3. Aber das spiele ich in meiner Liste nicht. Das spiele ich in meiner Liste auf jeden Fall nicht. Timothy Sage, ja. Schnell weg damit. Tja. Schocke ich mich jetzt fürs Absorb? Seid schon auch ein bisschen schlecht, ne? Ne, machen wir nicht. Ah, es wird, glaube ich, ein bisschen eng, ey. 7 Leben? Nicht so. Oh. Puh. Crash through, okay, das geht klar. Oh, der ist aber schön hier. Den würde ich gerne mal direkt übernehmen. Schlurp, wenn es geht. Ich hätte. Ja, ich meine, er kann den sich selber eigentlich gar nicht abschießen, ne? Wegen Pro. Ja, er kann, ja. Gerade kurz überlegt, kann er sich abschießen, aber kann er nicht, weil dann ist er ja 3 Toughness. Ah, wisst ihr was? Ich krieg jetzt einfach, was hier antappt. Gehen wir auf 5. Haben wir Absorb offen. Approach zu resolven wäre ganz witzig. Ja, 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 genau. Okay, Play with Fire an Kopf. Ehrlich gesagt, glaube ich. Nee. Das ist der Moment, wo ich mir die 5 Live einfach gönne. Und dann jetzt darüber. Dann bete, dass wir jetzt einfach noch ein Land ziehen. Oh, snap. Das ist gefährlich, glaube ich. 2, 5, 6. 6 Damage. Land. Ganz dringend. Okay, gehen wir erstmal auf 9. Okay, hat sich gelohnt. starker Draw. Starker Draw hier, Expressive Iteration. Aber, ich meine, wir haben es jetzt nicht mehr so weit. Wir haben es nicht mehr so weit. Zwar überhaupt nicht im Sinne der Combo, die ich euch im Intro vorgestellt habe, aber, hey. Play with Fire auf Soulscar Mage, maybe? Ja, ich kann schon gut sterben hier. Alter, wie viel Prowess-Trigger hat der denn einfach pro Runde? Gibt's ja nicht. So, dann jetzt nochmal Karte ziehen. Nochmal 3 an Kopf. Oder 2 an Kopf und dann nochmal 5 hier. Alter! Was ist los? Enjoy Disruption macht's nicht. Wobei, also ich meine, Displacement Kitten kann jetzt hier blocken. Und ich kann aber theoretisch auch. Ja, ich. Ah, das reicht aber trotzdem nicht. Ja, okay, gut, schade. Counter, ich bounce. Ach, U-Control. Ja, okay, dann bin ich ja eh raus. Ah, Mann, ey, das Burn Deck ist einfach zu gut. Das Burn-Deck macht zu schnell zu viel Druck. Ja, die Hand würde ich, glaube ich, mal halten. Schon wieder ein Combo-Piece am Start. Easy. Ja, ich lege mal das Tapland. Alle anderen können potenziell umsonst. Oh, Dovins Veto. Aber bei Den of the Bugbear rechne ich natürlich nicht mit einem Veto. Also rechne ich nicht damit, dass ich ein Veto nutzen muss. Dementsprechend hier einfach Seagate Reborn gelegt. What? Was geht denn hier? Alter! Gegner! Was macht ein Gegner hier für Tricks? Richtig gut! Richtig gut! Ich würde mal eine Narset spielen. Ich hoffe auf einen Teferi, wenn es geht. Ach Mann, da ist immer beides dabei! Also ich meine, ich kann mich auch nicht beschweren, dass ich hier mal alle Combo-Pieces direkt in der ersten Narset-Aktivierung sehe. Aber, es wäre trotzdem schön, wenn ich jetzt gleich nochmal einen Mox ziehe. Okay, Lally. Ah, okay. Das ist auch eine sehr interessante Liste. Rot-Grün-Ramp-Agro-Burn.
Jeder, was ihm gefällt, ne? Wem halt rot-grün Land Agro Burn gefällt, dem gefällt rot. Wie kriege ich das hin? Wie kriege ich das hin, dass mein Displacer-Kitten überlebt? Leg's einfach hin. Nächste Runde ist GG. Einfach nicht Displacer-Kitten abschießen. Ich meine, es ist halt auch nur 2-2. Spar dir den Burn einfach fürs Gesicht auf, ramp noch ein bisschen. Es passiert doch nicht. Es ist ja alles gar nicht schlimm. Ah, genau. Rot. Ja, jetzt einfach ins Gesicht schießen. Rot, grün. Vielleicht Gallia legen oder ein Cleansing Wildfire. Weiter rampen. Auch völlig okay. Wirklich, völlig in Ordnung. Mach, was du nicht lassen kannst. Ah, sehr gut. So, und das Schöne ist ja, Teferi sagt ja einfach: Nein, nein, nein! Mann, warum denn? Es ist so unnötig. Ah, ich verliere einfach gegen Lelia. Ich habe ja keine richtige Antwort auf die. Jetzt ziehen wir natürlich den zweiten Mox. Ach, oh, das ist doch. Ja. Ich glaube, ich kann jetzt nicht gewinnen. Zumal unser Gegner wahrscheinlich Teferi anzünden wird. Aber. Oh, ey, so close! Ich meine, ich hätte vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit gehabt. Ich hätte das Displacer-Kitten nicht legen sollen, vielleicht. Auf der anderen Seite. Ja, so ein bisschen Druck hat der Gegner schon gemacht. Ne? So viel Zeit hatte ich jetzt auch nicht mehr. Okay, Boseiju nicht als. Okay. Das ist fair. Ah, jetzt stirbt leider alles. Boah, dieses Deck ist so. Das Deck, das der Gegner spielt, ist so trash, ne? Okay. Na gut, das war's, glaube ich, für uns. Jetzt können wir. Jetzt haben wir einfach. Nachdem wir alles hatten, haben wir alles verloren. Das ging super schnell, leider. Ärgerlich. Selbst wenn ich jetzt. Ich glaube, es bringt alles gar nichts. Selbst wenn ich jetzt einen Teferi finde, der mich dann in den Displacer-Kitten reinzieht, habe ich zu wenig Mana. Nee, warte, das würde sogar gehen, ne? Stone Rain, ja klar. Natürlich. Grün-Rot Land Destruction. Der Klassiker. Da ist noch ein Displacer-Kitten. Wahrscheinlich oben lassen. Also ich glaube nicht, dass ich die nächste Runde noch überlebe, aber sollte ich das. Junge! Land Destruction ist so nicht schön dagegen zu spielen, ne? Wichtig ist natürlich, die ganzen Land Destruction Spells vorher zu spielen, damit man auch möglichst wenig Mana offen hat, um dann die geexilte Karte zu spielen. Dadurch, dass man aber weiß, dass das natürlich ein One-Drop ist, geht das. Ja. Okay. Also ich meine, in der ungewöhnlichen Chance, dass ich jetzt das Displacer-Kitten überlebt und dass ich Teferi von oben ziehe, haben wir ja noch eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube es zwar eher nicht, aber. Ach, schade, ey. Schade, Land Destruction. Oh, ist eine gute Hand. Kann ich mich nicht beschweren. Also ich habe leider zwei Pathways.
die sich nicht so gut mit Divine Purge und Narset Pater of Wales vertragen. Also da wäre eine andere Farbe oder ein Dual Land halt ganz nice, aber ist trotzdem okay. Dry Disruption war ein guter Draw. Mega guter Draw. Können wir die Goblins ein bisschen in Schach halten. Ich würde jetzt erstmal Narset legen, glaube ich. Und mich wieder nach Combo Pieces Ausschau halten. In dem Fall allerdings nur noch nach Teferi. Schön. Wieder beide Combo Pieces dabei. Wie geil einfach. Immer alle Combo Pieces am Start. Der hat Haste. Das ist ein fieser Möb. Okay, das ist jetzt der dritte Morgs Amber. Sweet. Ich sieg mal ein bisschen. Das ist der vierte Morgs Amber. Okay, pack ich mal einen Morgs Amber weg. Und spiel einen aus. Und lass jetzt Narset verrotten. Okay, cool, ja. Nächste Runde. Ah, das dauert. Morgs Amber macht ja kein weißes. Trashmaster. Sacrifice a Goblin, destroy target artifact. Klar. Klar. What? Okay, beide auf mich. Macht ja auch Sinn. Narset macht jetzt nicht mehr so viel. Leider ist das ein 4-Drop. Den kann ich auch nicht Divine purchen. So, Zeit für ein Supremes Verdikt. Hm, das geht sogar auch. Ja, auf der anderen Seite. Pff, I don't know. Muss ich vielleicht einfach nochmal passen? Mit Memory Deluge irgendwas finden? Wahrscheinlich, oder ich glaube, ich esse den Trashmaster, ehrlich gesagt. Er wird mir den Morgs Amber klauen, aber gut. Ich habe ja glücklicherweise noch einen. Yep. Ich hoffe, unser Gegner spielt nicht so super viele Goblin Trashmaster. 12. Oh. Oh. Gut für uns. Okay, wir müssen Länder finden und Displacer Kittens. Dann Displacer Kitten. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt, ja. Ah, okay. Es kommt noch getappt ins Spiel. Okay. Warte mal, wie viel Mana habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5. Ich brauche 8. Da komme ich nicht hin. Snoop ist okay. Ringleader ist nicht ganz so okay, leider. Hat auch alles Haste. Okay, nehme ich 4, nehme ich 6. Ja, da muss ich halt Divine Purge spielen. Es wird kein Weg dran vorbei. Land gefunden war aber nicht schlecht. Okay, warte mal. Kann doch. Ja. Okay, machen wir das doch an. Teferi. So, werde ich flussen. Dann werde ich hoffen, dass der Gegner. Ich hoffe, dass der Gegner keinen Muxus hat. Und keinen Lord. Aber wobei, der Lord wird sogar gehen. Weil dann würde ich weniger nehmen. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Noch ist alles in Ordnung. Ich kann ja die Divine Purge spielen. Mit dem einen Lord hier reicht's nicht. Nee, okay. Nee, das geht alles. Alles easy. Also Goblin Ringleader macht mir halt Probleme, weil den kann ich nicht wrathen. Aber solange der nur 2 Power hat, ist das okay, ja. Das passiert alles. Okay, geht in den Combat. Bin ich mal gespannt. Läuft alles mich an, nehme ich mal an. Ja. Werde ich Divine purgen. Und dann sollte es ja theoretisch... So, ach ne, ich gehe nicht auf 1 wegen Castle Ambrose. Ah, Mann, warum hast du denn nicht den anderen Goblin noch gespielt? Ich habe natürlich das Castle vergessen. Dammit. Mann, ich war so knapp davor. Oh, warte mal, der Morgs Amber kostet... Oh. Das war einfach dämlich. Okay, keepen wir. Es ist abgefahren, ne? Vielleicht sollte ich einfach Best-of-3-Matches spielen oder so? Ah, das war aber wirklich... Ah, oh Mann, ey. Das hätte ich auf jeden Fall anders machen können.
Symmetry Sage. Nee, ich kill den einfach direkt. Bevor da irgendwelche komischen... Ich meine, Otavara schon zu legen. Keine Ahnung, bevor da irgendwelche Counterspells offen sind. Es wird wahrscheinlich wieder das Isetempo-Deck sein. Aber, ja. Arcanist. Naja, klar. Wir immer in Land. Zwar ein Scheißland, aber ein Land. Gut, Arcanist hätte man jetzt vielleicht besser Fateful Absenzen können, zumal man ja Symmetry Sage ganz gut Archmages charmen kann. Auf der anderen Seite hat mich das auch wieder eine Runde mehr gekostet. I don't know. Yeah. Reckless Charge auf Dreadhold Arcanist, Flashback, Explosive Iteration. Explosive Iteration, Wizard's Lightning. Okay. Okay. Noch ein Land, sehr schön. Jetzt weiß ich ja schon vor lauter Kraft nicht, was ich machen soll. Ich könnte einen Displacer-Ketten legen, aber bleibt halt nie liegen. Es bleibt halt wirklich nie liegen. Ich sag mal Go. Vielleicht ziehen wir zwei Karten mit Archmagic zusammen, machen so eine mittelmäßige Instant-Speed-Divination. Umara Mystic, ja, no, not going to happen, sir. So, erstmal wieder auf 19 gehen, das ist doch schon mal konvenienter. Noch ein Land, okay. Non-Land Permanent, ne? Ich kann da einfach spielen. Ich gehe mal davon aus, dass Displacer Kitten exakt bis zum Ende dieser Runde überlebt, ja. Aber ich habe auch nicht die Resources, einfach jeden Burn-Spell abzuwehren und zu countern. Also okay, das ist nicht schlecht. Warum hat der Haste? Hatte der schon immer Haste? Ist die Alchemy-Variation, dass er Haste gekriegt hat? Okay, das wusste ich nicht. Draw two cards. Sonst bin ich gleich dead. Maybe still dead. Tja, Henchgate Pathway macht mir jetzt ordentlich einen Strich durch die Rechnung. Solskjaer Mage, okay. Alter, Umara Mystic ist ja voll der Banger. Och, immer noch eine Menge Combo-Pieces. Ich bin einfach tot. 5, 6, 7, 8. Divine Purge wird noch ein bisschen helfen. Können wir noch ziehen. Supreme Verdict hilft. Ja. Jetzt darf ich nur keine 3 Damage an den Kopf kriegen. Come on. Jetzt nicht so ein antiklimatisches Ende. Einfach Wizard's Lightning an die Bier. Das war doch auch schon offensichtlich der dritte. Ja, klar. Er war leider ein antiklimatisches Ende. Ach komm, eine Bonusrunde geht noch. Das ist so komisch, weil eigentlich ist das Deck ja gar nicht schlecht. Also es ist ja eigentlich auch fast ein normales Deck. Verstehe ich nicht, warum wir dann so leiden müssen, ehrlich gesagt. Aber okay. Good game, sagt unser Gegner schon mal. Solid, würde ich sagen. Solid. Oh mein Gott. Portsies, ja, da bin ich mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Nicht Teferu-Küsschen, Mann. Immer wird Teferu... Ne, hat auch hat Land genommen. Okay. Ich lasse jetzt mal ganz unscheinbar Dovins Veto offen. Okay, Gegner macht nichts. Schön. Dann lege ich mal ein Asset. Okay. Ich brauche da. Jede Narset-Aktivierung gibt mir exakt beide Combo-Pieces. Jedes Mal. Okay, got it. Wenn Narset doch auch nur ausnahmsweise jeden beliebigen Non-Creature-Spell und Displacer-Kitten finden würde. Das wäre schon geil. Shadowheart. Okay.
We dead. Naset down. Oh Gott, das ist so schrecklich. Oh, ich habe ja nichts gegen Teferi, aber dass er 4 Mana kostet, ist schrecklich. Oh ja, das müssen wir wehtun. Das war gut, dass er keinen Bonecrusher gespielt hat, sondern dass wir das wehtun konnten. Ja, Supreme Verdict brauche ich jetzt noch nicht. Land Drops, das Blazer Kittens, ja, das ist schon mal gut. Okay. Okay. Ah, das könnte jetzt wieder ein Game werden. Alter. Nice. Ganz schön viel Burn. Ganz schön viel Burn. Ja, ich werde den weiter bouncen. Ich habe ja noch ein paar Deferis at my disposal. Okay. Nein, nein, nein. Ich, oh, das war dumm. Naja, gut, okay. Es ist immerhin trotzdem Land geworden, aber das war nicht schlau von mir. So, jetzt. Oh, Inquisition of Kozilek. Haha! Wie geil! Gut, also jetzt ist das eine Mal, dass es gut ist, dass Teferi 4 Mana kostet. I love it. Okay, ich mach mal so. Und pass den Turn. Ah, jetzt werden wir wahrscheinlich wieder ohne Combo gewinnen, oder? Ich meine, mit... Als ob der Gegner nochmal so auf Board legt, wenn der Supreme Verdict rumlungert. Ola Gans Command. Warum killt der nicht Teferi? Hm. Da ist er ja wieder. Ja gut, dann würde ich sagen, hitte ich einfach mit Memory Deluge Approach. Das ist Game auch vorbei. Dann ist Game auch vorbei. Yep. You did it. Oh, Kai. Oh, was für ein Missplay. Deluxe. Was war das denn bitte? Tja, das kommt davon. Wenn man... Okay. Ich meine, so schlimm ist jetzt auch nicht. Aber das war schon ein ziemlich bad play. Kann man nicht anders sagen. Oh, Moment, was? Oh, vielleicht können wir dann doch über die Combo gewinnen. Oh, das ist ja so schön. Ich hätte es jetzt sogar machen können. Nee, hätte ich nicht. Diesen Pyromancer, okay, ja. Zieh 2 Karten. Okay. Nein! Er zieht einen Fortune. Oh Mann, ey, wir hatten die Combo. Jetzt so, er hat nichts mehr gehabt. Das zählt jetzt einfach. Das zählt jetzt einfach. Meine Güte. Kann ja nicht wahr sein. Wie das zählt. Ja, okay, ich nehme. Okay, Gegner weiß auch, dass wir gewinnen. Ich mache noch ein Bonus-Game gegen Sparky, aber. Oh. So, jetzt zeige ich Sparky nochmal, wo der Frosch die Locken hat. Das Schöne an Sparky ist, er gibt ja auch nicht auf. Also, da können wir wirklich spielen, wie wir wollen. Er gibt einfach nicht auf. Das ist auch einfach sehr, sehr angenehm, dagegen zu spielen. Ein Combo-Piece haben wir, 2 müssen wir noch finden. Aber ich meine, ach, das ist so ärgerlich, wirklich, dass das nicht funktioniert. Moment. Teferi kostet, obwohl ich ihm... Ich habe hier ein Historic Deck submitted. Und... Okay. Ich bin mal wieder irritiert, ob der Magic-Geschichte... Aber ich meine... Da wird sich Wizards schon was bei gedacht haben. Okay, gegen Sparky spielt man also einfach die normalen Karten, no matter mit welchem Deck man sich dann registriert hat. Okay, got it. Plus 1, Deserted Beach. Wir lassen uns Memory Deluge und Supreme Verdict offen. Ich meine, Son Draw. Okay.
Sondraw ist schwierig zu besiegen. Für Gegner. Verdammt. Der Mox Ember. Der ist ganz hervorragend, weil dann habe ich jetzt das. Das. Dann habe ich Supreme Verdict mit Jari Disruption Backup. Nicht, dass ich es unbedingt bräuchte, aber. Naja, schön Pre-Combat alles mal reinzünden hier. Finde ich sehr gut. Naja. So, dann brauche ich jetzt ja nur noch mein Displacer-Kit. Dann hat das ja alles funktioniert. Dann cyclen wir mal hier. Nee. Nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, Flashback Memory Delusion. Nur so lange der Mox Ember, beziehungsweise Teferi auf dem Battlefield. Das muss man dann denken. Aber ich denke, in den obersten sieben Karten werde ich jetzt hier ein Displacer-Kitten finden. Ja, oder drei. Klar, natürlich. Offensichtlich. Okay, ja, wir können in die Combo gehen. Displacer-Kitten. So, ich tappe für ein blaues Mana und bounce mir das Ding. Funktioniert, ich ziehe eine Karte, ich spiele das Ding aus, ich flicker meinen Teferi. Ich tappe für ein weißes Mana und ich flicker mir das Ding. Also ich meine, ihr seht, wie es läuft. Ich spiele den aus, ich flicker meinen Teferi. Also das ist jetzt im Prinzip nicht so kompliziert, ich suche eigentlich nur noch Approach. Weil ich Approach habe, haben wir relativ schnell, ach, jetzt habe ich gar keinen Mana gemacht. Ist auch egal. Brauchen theoretisch auch nicht so viel Mana. Wir brauchen ja nur 14 Mana. Und wer weiß, wo sich der Approach versteckt hat. So. Gut, dann werde ich mal ein bisschen vorspulen, bis ich dann schlussendlich auch den Approach gefunden habe. Dann habt ihr zumindest auch nochmal die Combo in Action gesehen. Auch wenn sie, glaube ich, ein bisschen leichter verständlich ist als die früheren Kombos, die ich hier die ganze Zeit hatte. So, der Gegner interagiert nicht. Ich habe ihm jetzt eine Loop präsentiert. Mit der er nichts anstellen kann oder gegen die er nichts machen kann. Ich kann jetzt einfach so weitermachen, bis ich meine Handkarten auf dem Arena-Interface gar nicht mehr sehen kann. Aber ihr könnt mir das ja jetzt an dieser Stelle auch glauben. Ich ziehe jetzt einfach mein komplettes Deck. Ich mache immer mehr Mana. Und wenn ich das dann gemacht habe, werde ich entweder Approach of the Second Sons relativ früh ziehen. Irgendwann jetzt gleich. Oder ich würde einfach mit Jace Wheel of Mysteries gewinnen, sodass ich euch hier jetzt nochmal die Combo zeigen konnte. Ja, das ist tatsächlich... Das ist die ganze Zauberei dahinter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Oh, das könnte man mal nutzen. Vielleicht finden wir da irgendwas. Vielleicht klappt es jetzt direkt mit Approach. Ich schau mal. Nee, da war der. Nee, offensichtlich der vierte Mox Ember. Ja. Aber wobei, ich könnte Archmage's Charm auch nochmal nutzen, um gegebenenfalls einfach noch ein paar Karten zu ziehen. Hier noch einen. Ja, ich habe sogar noch einen. Mach ich das doch mal. Aber genau, also das ist die Combo auf jeden Fall, wenn ihr die selber mal austesten wollt. Ja, ich gewinne jetzt einfach über Jace. Also, Approach of the Second Sons hat sich zu sehr versteckt. Ich glaube, dass das Deck sich heute ein bisschen unter Wert verkauft hat. Also ich glaube, es ist halt einfach ein Control-Deck, das man super gut im Historic spielen kann und das auch noch das Combo-Finish hat. Ja, es ist ein bisschen schlechter als normales Control-Deck, weil eben die ganzen Sachen, wovon man sonst mehr spielt, also Dovins Veto, Fateful Absence oder so weiter, davon spielt man natürlich dann nicht genug, weil man eben 12 Slots an die Combo dedizieren muss. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist ein solides Deck mit einem guten Combo-Finish. Ich verabschiede mich hier. Ich konnte die Combo jetzt am Ende nochmal präsentieren. Wenn ihr die Deckliste spielen wollt, findet ihr die wie immer unten in der Videobeschreibung. Drückt gerne den Daumen-Hoch-Knopf, wenn euch das gefallen hat, oder den Abo-Knopf. Wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Durchhalten bis zum Schluss. Und bis dann. Tschüss.